Moin, ihr Lieben, und willkommen zurück hier wieder auf der nordfriesischen Marsch und bei der Getreidefabrik. Wir sind mit unserem Palettentransport hier angekommen und habe jetzt keine Ahnung. Ich glaube, die müssen da rein. Oder ist das ein Teil? Ich habe keine Ahnung. Hier, nee, hier ist keine Palette. Ah, hier sind die Leerpaletten. Ja, das sieht gut aus. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir gleich mal einsammeln hier. Wir haben ja gesagt, wenn wir schon hier sind, nehmen wir gleich mit, was mitzunehmen geht. Und das dürfte einiges sein. So. So, mal gucken. Dass wir hier mal so viel wie möglich drauf bekommen. Weil ich glaube, da ist noch viel, viel, viel mehr drin, haben wir ja gesehen. Also da werden wir zwei, vielleicht sogar drei Touren fahren müssen. Ja, jetzt schieben wir hier eine so ein Palettending. Eieieiei. Das sind wieder Fahrkünste par excellence. So, voll. Das heißt, du fährst mir, das müsste ja Lebensmittel sein, schätze ich mal, im Zentrallager. Lebensmittel, ich weiß gar nicht, geht hier, hier geht es nur runter. Dann müssen wir einmal hier nach vorne zur Straße fahren. So, der 790er muss entladen werden. Das könnte schon das Ende der Dresch-Mission sein. So, der fährt erstmal tanken. Ja, mach, was du willst. Das ist Zuckerrohr. Ja, guck mal, der wird abgetankt. Perfekt. Ich hoffe, dass das da noch alles reinpasst. Ne, da wollte ich nicht rein. Ich wollte in den hier. Ja gut, ansonsten. Wird das halt. Ja gut. Nehmen wir diese 1777 Liter so noch mit und laden die dann unten ab. Das heißt, du fährst auch zum Missionssilo. Hof war das. Missionssilo Anlieferung. Ja, ich will erstmal schauen, wie viel wir da insgesamt jetzt rausbekommen haben. Und danach fahren wir das dann mit allen zur Verfügung stehenden LKWs, Traktoren und sonstigen Fahrzeugen, die gerade frei sind, dann weg, damit wir diese Mission erfolgreich abschließen können. So, wir müssen jetzt nur hier einmal, denke ich mal, quer übers Feld. Ja, er berechnet einfach zu lange hier. So, die Frage ist, was ist mit dem Fast Truck da vorne? Kommt der auch mit oder nicht? Ich glaube, da müssen wir gleich noch mal separat kurz hinschauen. Aber das Gute ist jetzt, die Getreidefabrik müsste wieder arbeiten. Da gucken wir auch gleich noch mal hin.
ob der alle Lehrpaletten eingesaugt hat in die Produktion. Das machen wir. Wir gucken nach dem Fast Track hier. Das ist noch wichtig. Und ja, sonst sollte eigentlich erstmal alles laufen. Es kann gut sein, dass der Hirse-LKW, wenn er nochmal am Hof ist, nicht mehr voll wird. Dann müssen wir den manuell dann noch einmal losschicken. Aber das ist ja auch nicht das große Problem für uns. So, fahre zu Zielpunkt. Guck mal, der fährt sogar. So, dann heißt das jetzt Getreidefabrik. Erstmal hier hinten schauen. Na. Wieso wollt ihr nicht? Geht das jetzt? Ja, scheint da jetzt zu nehmen. So, aber wir können mal gucken, was wir noch auslagern können hier. Wo Platz ist. Gut, da scheint nichts mehr zu gehen. So, guck mal, das ist weg hier alles. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Leerpaletten da jetzt insgesamt drin sind. Leerpaletten, ja, knappe 30.000. Ja gut, das sollte erstmal reichen. So, du wartest hier, falls das Ding leer wird. Genau, der steht inzwischen auch hier. Da könnten wir eigentlich anfangen, Ballen zu sammeln, und zwar sind wir hier auf der 36. Aber wir lassen den mal von hier vorne losfahren. Und dann kann der nämlich, oh, wollen wir, sehe ich das richtig, dass der da gerade irgendwo, ja, da kommt der Kollege. Ja, sammel du einfach mal Ballen ein. Ja, und der hat hier leichte Probleme an der Ecke. Dann helfen wir da mal kurz wieder. So, das geht weiter hier. Achso, du fährst tanken, hast du gesagt? Genau, der war so, den schicken wir weiter. Hier, die Grubber-Mission geht auch so langsam voran. Der fährt nach Hause. Es ist die Frage, schafft der John Deere Drescher? Schafft es, na klar, nicht. Ich wollte gerade sagen, schafft er das, ohne irgendwo hängen zu bleiben, nach Hause zu kommen? Aber das war klar wie Kloßbrühe, dass der irgendwo hängen bleibt. Vielleicht sollten wir einfach sagen, na gut, in der Innenansicht ist das schwierig, lass uns den schnell selbst nach Hause bringen. Sonst wird das einfach zu lange dauern, denke ich mal. So. Wir müssen nur achten, falls uns da irgendwo was entgegenkommt. Und wenn wir die Getreidefabrik komplett leer haben, alles eingelagert haben, können wir ja mal schauen, ob wir da von den Sachen, die wir dann da drin haben, irgendwas verkaufen können.
ob wir eben genügend zusammen haben. Und rein theoretisch müsste das sein, weil dann gibt es da auch wieder Geld, das wir eben in die Kreditrückzahlung erstmal stecken werden, haben wir ja so gesagt. So. Ja, du solltest eigentlich abfahren hier, Kollege. Ja, dann können wir gleich den LKW, der die Hirse transportiert, auch mit zum Abfahren nutzen, um die Sachen hier aus dem Missionssilo nach wo auch immer hinzubringen. Weil ich glaube, da sind ein paar hunderttausend Liter zusammengekommen. So, irgendwo müsste uns ja vermutlich bald ein Fast-Truck einholen. Weil der ja doch ein bisschen schneller fährt, wie wir das können. Aber mal gucken, wer erster da ist. Wir haben halt den Vorteil, dass wir in den Kurven schneller sind. Ah, ich sehe ihn da oben zwischen Feld 5 und Feld 6, da beim Baumarkt ist er gerade. Also wir haben einen guten Vorsprung. Wir haben einen guten Vorsprung. Und das sollten wir eigentlich auch bis ins Ziel schaffen. Ja, bis ins Ziel, also bis zum Dings halt. Fällt mir gerade auf, was ist eigentlich mit dem Düngerstreuer los? Der war ja oben auf dem Feld 10 unterwegs. Weil wir haben gesehen, die 21 und die 27 mussten ja auch noch gedüngt werden und das ist schon relativ hoch hier. Also müssten wir da eigentlich bald rangehen. So, das heißt, wenn wir den Drescher jetzt leer gemacht haben, kann der erstmal eine kurze Pause machen. Und dann werden wir den hier auf die 2 schicken. Aber da wir eh keinen Abfahrer haben, da wir die ja alle gerade brauchen werden, ja, darf der sich mal ein bisschen ausruhen. Hat er sich, glaube ich, auch verdient. Weil wenn ich gucke, der hat jetzt schon 27 Arbeitsstunden auf dem Buckel. Das ist eine ganze Menge. So, dann werden wir den kurz hier direkt in das Missionslager entleeren. Und dann, ja, gucken wir mal, wenn der Fast Truck dann auch da ist, wie viel wir hier dann wirklich gemacht haben. Ja, hier müssen wir irgendwann mal noch ein bisschen Bodenbearbeitung machen. Das sieht hier alles nicht so schön aus mit dem ganzen Gras, finde ich. So. Gut, einmal leer machen. Danke. Dann stellen wir den einfach kurz hier mal ab. So, weiter schauen. Ja, der macht hier. Der ist angekommen. Ja, ist auch nicht mehr viel.
Du machst hier mit deinen Ballen gut weiter. Der presst die Ballen dazu. Das hat wieder irgendwie von der Entfernung, glaube ich, nicht geklappt, damit der hier tanken kann. Na komm. Wieso willst du nicht tanken? Er zeigt auch nicht an. Na gut, da müssen wir, muss ich mal anders gucken. Da habe ich jetzt keine Zeit und keine Lust zu. So, der kann dann auch. Missionssilo Abholung und los. So, jetzt gucken wir noch mal. Vielleicht war das, weil der da gerade in dem Trigger drin war. Oder nee, der. Na, da steht ein anderer. Ich weiß warum. Ich weiß warum. So, warte mal, lassen wir den mal. Ups. Ich will noch wissen, wie viel wir hier haben. So, und bevor wir das aber machen, Erntemission zum Getreidehandel. Da können wir den nämlich schon mal programmieren, und zwar Missionssilo Abholung. Zum Getreidehandel mit Sonnenblumen. Und dann sollten wir das in der nächsten Folge eigentlich fertig bekommen. Das heißt, wir laden den ab, schicken den los. Und gucken dann erstmal, wie viel wir in den einzelnen oder wie viel wir insgesamt haben. Und dann können wir die ganzen anderen Abfahrer, die jetzt erstmal dafür zuständig sind, auch quasi programmieren. Gut, wir könnten rein theoretisch die jetzt hier drin lassen und den gleich abfahren lassen. Aber wie gesagt, ich will halt einmal einen einfachen Komplettstand wissen, was wir hier jetzt geerntet haben von diesem Riesenfeld. Ach, guck mal, der Düngerstreuer ist fertig. Das ist gut, dann ist er also doch noch am Leben gewesen. So, komm, kipp ab, Kollege. So, Abflug. Aber. Achthundertachtundsechzigtausend. Ja, das ist eine Hausnummer, würde ich sagen. So, aber damit sind wir dann auch erst einmal am Ende für heute angelangt, ihr Lieben. Morgen geht es weiter mit einer weiteren Folge hier von der Nordfriesischen Marsch. Und dann geht es hier wirklich an den Wegbringen der ganzen Missionsgeschichte hier. Aber das alles sehen wir dann, ja, morgen eben. So, die muss aufgefüllt werden. Ja, machen wir auch morgen. So, damit sind wir aber auch erstmal raus für heute. Macht es gut. Wir sehen uns morgen wieder.